Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin wieder zurück mit einer weiteren Episode unserer SV Werder Bremen-Karriere. Und wer sich nun die Hände vors Gesicht schlägt und sich halt eben sagt, mein Gott, wo war der Junge jetzt schon wieder? Der macht so viele Pausen, das ist ja unfassbar. Der ist ja öfter weg von YouTube wie Nabi Keita vom Trainingsplatz. Und ich sag euch, wie es ist. Diesmal bist du selber schuld, wenn du nicht wusstest, wo ich war. Ich habe mich diesmal darum gekümmert, bei jeder möglichen Plattform außer Twitch, ja, Bescheid zu geben, dass ich halt eben krank war. Und das auch nicht wenig und so. Ich hatte irgendwie wirklich das volle Programm und so weiter gehabt, aber das möchte ich gar nicht vertiefen. Ich möchte diese Chance nutzen, um denjenigen, der vielleicht nichts davon mitbekommen hat, nochmal darüber in Kenntnis zu setzen. Es würde sich lohnen, erstmal diesen Kanal zu abonnieren, weil auch auf YouTube habe ich die Information rausgehauen, dass ich eben krank bin. Mir auf Twitter zu folgen, auf Instagram auch zu folgen oder meinem Discord-Server zu joinen. Alle wichtigen Links findest du in der Videobeschreibung und dann weißt du auch darüber Bescheid. Ich werde in Zukunft versuchen, das überall weiterhin anzukündigen, wenn es eine längere Pause geben wird. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, bald werde ich auch in Urlaub fahren und so. Und da muss ich auch nochmal schauen, wie ich das dann mache mit Vorproduktion und so weiter. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, aber falls ich es nicht so wirklich schaffe, dann wisst ihr wenigstens, wo ich bin. Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder da mit einer weiteren Episode. Ich bin auch noch ein bisschen angekränkelt. Da hört man aber, glaube ich, gar nicht mehr so genau. Nasal höre ich mich ja nicht mehr an. Das heißt also, ich möchte euch nochmal darüber in Kenntnis setzen, dass ich vielleicht so ein bisschen rumhuste oder rumschneuze oder sowas hier in der Episode. So, auf jeden Fall. Wo sind wir stehen geblieben? So ein bisschen haben wir ja was, ich denke mal, vergessen, denke ich mal. Was wir auf jeden Fall nicht vergessen haben oder nicht haben sollten, ist, dass wir auf Platz Nummer 1 in der Bundesliga stehen, nach 12 Spieltagen, was unglaublich ist. Also wir haben momentan eine richtig geile Siegesserie, läuft extrem gut bei uns und als nächstes geht's ran gegen den Platz Nummer 9, nämlich Gladbach. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir auch relativ viel simuliert haben. Ich weiß auch, dass ich damit rumgetrickst habe, damit ich das Simulieren irgendwie so gut kompensieren kann, dass wir mal die Taktik an sich nehmen, simulieren, Schnellsimulation, Höhepunkte spielen, vielleicht auch mal auf, wenn die absolute Scheiße sind. Ich glaube, wir haben doch gegen Hannover oder so gespielt mit Höhepunkt und haben irgendwie 1-0 verloren und das war total lächerlich. Naja, egal. Wir schauen uns eben fix die Mannschaft. Nee, wir schauen uns noch nicht die Mannschaft an. Oh Gott, jetzt ist wieder alles hier Kraut und Rüben und so weiter. War überhaupt die diesmal auch mal wieder die Schwierigkeit richtig? Nee, jetzt ist mir auch auf. Ich habe so das Gefühl, wenn ich etwas länger kein FIFA mehr gestartet habe und ich dann wieder starte, steht das wieder auf Weltklasse. Aber man muss auch sagen, ich habe auch erst vor kurzem, wie gesagt, Trophäen halt eben irgendwie gesucht und so. Und da habe ich die Schwierigkeit runtergesetzt, sodass ich die Trophäen auf jeden Fall einfacher bekomme. Also vielleicht liegt es noch daran. Egal, geht ja auch gar nicht darum, komm. Wir gehen jetzt rein in den Kalender, genau. Weil wir müssen eben kurz mal refreshen, wo wir eigentlich stehen und was wir jetzt hier vorhaben. Also okay, wir wissen ja, Dezember, kurz vor der Wintertransferperiode, könnte interessant werden. Könnte ja passieren, dass zum Beispiel Mendes uns verlassen wird. Wir wissen ja, alle, ich glaube, die ganze Welt, nicht nur Europa, die ganze Welt schielt auf diesen Spieler. Danach gegen Stuttgart, ich weiß gar nicht, auf welchem Platz die momentan sind, dann in der Europa League, wo wir auf jeden Fall gewinnen müssen. Ah ne, ist ja die Conference League. Wer es nämlich nicht mehr weiß, in der Tabelle ist es übertrieben knapp. Ja, ich kann euch das nochmal zeigen, weil die beiden Spiele, Freiburg und Hoffenheim und so weiter, sollten für uns auch ganz machbar sein. Wir schauen wirklich nochmal fix hier in die Tabelle mit rein. Ist jetzt ein etwas längerer Start zur Episode hier, tut mir wirklich leid. Wir gucken in die Conference League und sehen nämlich hier in der Tabelle, wir sind auf Platz Nummer 3. Also, die Gegner sind wirklich eigentlich einfach auf dem Papier. Aber Fortuna hatte es nicht gut mit uns gemeint. Wir müssen gegen Hibernian gewinnen und AGF Aarhus, müsste das ja sein, muss verlieren gegen Lech Posen. Oder unentschieden und wir gewinnen halt eben hoch genug. Das würde auch noch in Ordnung sein. Platz 1 wären wir hier nicht mehr. Das ist echt unglaublich. Damit hätte wahrscheinlich gar keiner gerechnet. Also, während wir in der Bundesliga auf Platz 1 sind, in der Conference League, weißt du, gegen... Ich will es gar nicht so fies sagen gegen No Names, ja, also im Vergleich zu uns, wo wir hier mittlerweile stehen in der Saison zumindest, 2027 sind wir ja schon, damit hat, glaube ich, niemand gerechnet. So, aber erstmal, wie gesagt, Borussia Mönchengladbach, Platz Nummer 9 im Weserstadion, begrüßen wir sie. Ein bisschen was rotieren können wir ja, müssen wir nicht unbedingt, weil das nächste Spiel gegen Stuttgart, ja, da sind sie wahrscheinlich wieder ein bisschen fitter. Und ist ja keine Conference League. Deswegen würde ich sogar schon fast meinen, wir lassen die Mannschaft so. Werden aber so ein bisschen was auf der Bank hier rumrotieren, da die hier nicht ganz fit sind. Aber ich hätte sehr gerne, dass meine Auswechselspieler obviously Bock haben, im Spiel teilzunehmen. Alter, Kroos schon mittlerweile runtergerutscht auf eine 75. Ist natürlich eine Riesenlegende, aber mit so einer Stärke kommst du bei uns nicht unbedingt weiter. Wen habe ich jetzt gerade in der Hand? Knetschewitsch, gute Frage. Jankovic nehme ich einfach mal mit. Njinma nehmen wir mal raus. Novak braucht auf jeden Fall Spielzeit. Wisst ihr was? Ich habe ihn gerade angesprochen. Kroos kann auch auf der Bank mitkommen. Aber wir spielen trotzdem mit der so bestmöglichen Mannschaft, die halt eben hier machbar ist. Und ich würde sagen, wir nehmen diesmal eine normale Simulation. Ah, warte mal. Nee, hat die Simulation was mit der Schwierigkeit zu tun? Eigentlich nicht, oder? Wobei, dann, ich werde es trotzdem eben anpassen. Für den Fall, dass es vielleicht doch so ist und man mich dann in den Kommentaren irgendwie darüber aufmerksam macht und sagt dann so, ey, du hast, wenn wir jetzt gewinnen sollten, ey, du hast nur gewonnen, weil du eine scheiß Schwierigkeit eingestellt hast. Von daher so, simulieren. Und falls es brenzlig wird, kann ich ja immer noch eingreifen. Dafür war das Umstellen der Schwierigkeit schon mal gar nicht so schlecht. Ich wollte dieses Spiel eigentlich damit beginnen, dass es für uns ja ein relativ einfaches Spiel werden kann. Jetzt gibt es nach 6 Minuten die erste Chance von Gladbach, wurde von uns abgewehrt und dann hat sich Gladbach dazu entschieden, ihn einfach rauszukegeln. Also für so eine Mannschaft, die wir hier auf den Platz stellen, sollte Gladbach wirklich
keine große Meisterleistung werden. Zumindest wenn man sich so das Team vergleicht, was die da halt eben aufgestellt haben. Da kommen wir auch schon direkt mit einem Angriff um die Ecke. Und da können wir jetzt theoretisch gute Schussposition. Nein, das Ganze wurde abgewehrt. Jensen kommt hier nicht zum Schuss, leider. Ich hoffe, da war kein Spieler, der mir vor dem Spiel gesagt hätte, dass er gerne spielen möchte. Ich vergesse jedes Mal, mir das anzuschauen. Flanke kommt rein. Aber Rentsch kam da nicht ran, wurde abgewehrt von uns. Es gibt eine Eckballsituation für Gladbach. Die Nummer 11 könnte den Ball in die Mitte bringen. Das ist wieder Rentsch. Da haben wir jetzt die Nummer 30, LW, die... Oh Gott, was machen sie da? Die stehen jetzt gefährlich vorm Tor, konnte aber abgewehrt werden von Bissek, der sich da heldenhaft zwischenstellt. Aber die haben immer noch den Ball frei vorm Tor. Und ich glaube, das war Latte oder Pfosten oder so. Viel Glück für uns. Und die pressen weiter. Seht ihr das? Die Nummer 23 nimmt uns da den Ball ab. Wer ist denn die Nummer 23? Das ist De Galarreta. Oder wie man nochmal ausspricht. 34 Minuten. Man muss sagen, hier bisher ein Spiel von Gladbach. Mendes hat jetzt den Ball, legt den weiter auf Zaferis. Ist das, glaube ich? Nee, das ist Ali. Wieder zurück. Ja, wenn man es jetzt relativ ruhig, muss man sagen, hier kurz vor der ersten Halbzeit. Kurz vor der Halbzeitpause. Mein Gott, ich muss auch wieder reinkommen ins Kommentieren, müsst ihr wissen. Auch gut abgefangen hier von uns. Schön, stark gemacht. Da ist Karlsson am Ball. Karlsson, kleines Solo, auch wieder nix. Ja, dann können wir gerne in die Pause reingehen. Dann würde ich... Oh, nein, es gibt noch eine Chance. Nee, gibt's nicht. Und dann würde ich sogar sagen, greife ich hier direkt ein. Die zweite Halbzeit spiele ich dann selber. Kann ich sogar gut als Aufwärmspiel benutzen, wenn wir in der Conference League auf jeden Fall einen Sieg brauchen. Da kann ich das Ganze auch nicht simulieren oder so. Da muss ich auf jeden Fall meine eigene Hand dazwischen setzen. Werner, gut abgewehrt. Nächste Flanke von Gladbach dafür, dass wir hier eigentlich auf dem Papier die bessere Mannschaft stehen haben. Wir haben auch tatsächlich eine Mannschaft aufgebaut, wie ich finde, die absolut Titelkandidat sein kann. Jetzt wird Jensen geschickt und das machen wir richtig gut. Jensen auf dem Weg zum Tor. Jensen könnte jetzt nach oben spielen und das wurde abgewehrt. Fuß dazwischen. Ich habe nämlich gesehen, dass Broja da am Durchsprinten war. Wisst ihr was? 58. Minute für uns jetzt nochmal die Möglichkeit, hier was durchzuwechseln, denn nicht alle sind zu 100%. Fit. Zaferis habe ich bisher im Spiel noch nicht gemerkt. Vielleicht brauchen wir jetzt so einen Toni Kroos-Moment. So einen Toni Kroos-Faktor. Beste freut sich doch bestimmt auch, wenn er gespielt. Wenn er gespielt wird, genau. Ja, komm. Lassen wir auch auf der rechten Seite. Mal gucken, wie er sich da halt eben so zurechtfindet. Also, wie gesagt, das ist noch nicht so wirklich. Ja, unser Team ist noch nicht so warm. Das wirkt so ein bisschen so, als wäre unser Team auch so eineinhalbmonatige Pause oder sowas drin geraten. Weißt du, auch ohne Training und alles. Ganz komisch hier bisher. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir hier zumindest unsere Tabellenführung nicht irgendwie verlieren. Wobei, das können wir, glaube ich, gar nicht rein rechnerisch. Leverkusen müsste ihr Spiel schon absolviert haben. Was ist das für ein ekelhafter Pass, Gretschi? Da war doch Karlsson komplett frei. Wo wolltest du denn hin? Und jetzt wieder die Möglichkeit für Gladbach. Diesmal von uns geschenkt. Schuss. Da ist meine Stimme kurz wegfliegen gegangen. Bender musste aber gar nicht so weit fliegen. Kriegt den Ball relativ locker an die Fische. Ja, geil gemacht von Broja. Mendes muss jetzt durch. Wisst ihr was? Ich schieße einfach. Oh, das wird sogar richtig gefährlich. Weil mich irgendwie drei Spieler da gerade bedrängt haben. Ich bin aber ganz ehrlich mit euch, ich könnte auch theoretisch mit 0-0 leben. Wann hatten wir das letzte Mal hier in unserer Karriere bitte ein 0-0? Das ist ja auch schon wirklich, das ist ja Jahrzehnte gefühlt weg gewesen. Also von daher, das würde ich wohl auch nehmen kommen. Jankovic, du kommst mal rein und wisst ihr was, Novak und Broja machen das jetzt einfach mal gemeinsam. Auch wenn Mendes hier relativ stark zum Abschluss gekommen ist, finde ich, dass Broja hier in diesem Spiel bessere Akzente setzt. Von daher werde ich jetzt Broja drin lassen und da Novak gemeinsam mit ihm mal spielen lassen. Jetzt kommt mal eine gute Ecke, oder Toni? Toni, hast du Bock oder was? Ja, der hat richtig Bock. Und da kommt noch Broja zur Möglichkeit. Kopfball. Was ist das denn hier? Wieder ins Ufo. Was? Ich glaube, Stach hatte den Ball gehabt oder sowas. Ich habe doch nicht so gute Augen, Mensch. Dafür trage ich doch eine Brille. Ich konnte doch gar nicht erkennen, wer da die Pille hat und wer nicht. Ja, das war nicht so schön. Wir hätten wahrscheinlich mehr aus dieser Chance machen können. Was macht Krejci jetzt hier eigentlich? Komm, spiel mal lieber auf den Karlsson, der auf dem Flügel unterwegs ist. Das war richtig gut in der Mitte. Da stehen viele Möglichkeiten, aber entscheidet sich doch für den gegnerischen Keeper, warum auch immer. Ei, caramba, kurz vor Ende des Spiels wird es nochmal gefährlich, weil Gladbach ist gefährlich bei uns im 16er, fast schon im 5er. Krejci, du musst das Ganze klären, das macht er auch richtig gut. Und wenn wir jetzt ein schnelles Umschaltspiel machen mit Jankovic und mit Broja gemeinsam, da läuft er auch schon. Guter Pass von Jankovic auf Broja. Und wieder nach oben, oder? Nein, das war nicht so gut. Warum mache ich das? Nein! Ich habe total die Chance jetzt hier weggeworfen. Das geht auf jeden Fall auf meine Kappe. Ganz unten ist Karlsson. Oder Broja halt auf Karlsson. Meinetwegen, komische Ballername. Was macht Karlsson hier mit dem Gegner? Ganz oben. Ja, das ist nicht ganz oben. Jankovic läuft in den Gegner rein. Jetzt müsste es wahrscheinlich einen Abpfiff geben. Und es gibt tatsächlich 0-0. Das ist ja unfassbar. Also ich meine, das Schöne ist, wieder eine weiße Weste für unseren Keeper, für unseren Bender, für unseren neuer Regen und so. Der ist ja auch irgendwie Titelträger, was momentan weiße Westen angeht. Ein Punkt zumindest geholt dafür, dass ich finde, dass Gladbach sich auf jeden Fall ein Tor hätte verdient. Warte mal, war das überhaupt Deutsch? Ihr wisst, was ich meine zumindest. Also es war echt hart erkämpft, muss ich sagen. Und auch wieder schön. 0-0 hatten wir so lange schon nicht mehr. Da lohnt es sich doch auch mal wieder 0-0 zu holen. Und seht ihr, wir sind ja immer noch auf Platz Nummer 1, wie ich schon gesagt habe. Einfach nur dadurch, dass eben die verfolgenden Teams keine Punkte machen. Und das bleibt auch irgendwie dabei. Leverkusen hat schon wieder gespielt und ich glaube schon wieder verloren sogar. Haben die überhaupt Punkte gemacht? Ja, die haben verloren. 2-1 gegen Wolfsburg, die auf Platz Nummer 5 sind. Krasse Leistung von denen auf jeden Fall. Aber wir lassen uns davon nicht trügen.
Denn der FC Bayern München steht auch vor unserer Haustür und die klopfen auch an und sagen, hey, wenn wir Heidenheim einfach mal gegen Heidenheim gewinnen würden, und ich glaube, Heidenheim ist gar nicht, oh, da, hä, willst denn du jetzt auf einmal, ein DFB-Pokal ist nicht das, was ich mir anschauen wollte, sondern ich wollte mir die Tabelle anschauen. Heidenheim auf Platz 10, krass, die schlagen sie auch ziemlich gut, genauso wie im Real Life. Also vielleicht doch eine Möglichkeit, Bayern München da ein bisschen in den Straucheln eben zu bringen. Aber wenn Bayern München sich danach fühlt, sagt er, ja, komm, lass uns mal gewinnen gegen Heidenheim, 3 Punkte absahen und so, dann würden sie uns auch überholen, wenn wir gegen Stuttgart eben verlieren. Unsere Allgemeinstatistik sieht echt interessant aus im Vergleich zu den ganzen anderen Mannschaften. Wir haben, man muss es so sagen, nur 17 Tore erzielt, aber dafür auch nur 5 Gegentore bekommen. Ist so bescheuert. Und dann Platz Nummer 2, 29 Tore erzielt, 15 Gegentore und so weiter. Das ist ja wirklich, ja, da haben ja schon, die haben ja mehr Gegentore als 4 Tore. Das ist schon ein bisschen lustig, muss ich sagen. Was hier jetzt aber nicht so ganz lustig ist, ich muss viel rumrotieren. Weil das nächste Spiel ist in der Conference League, wisst ihr ja noch. Und da brauchen wir die bestmöglichen Spieler natürlich. Mir hat tatsächlich Kroos ganz gut gefallen. Ich würde ihn sogar sehr gerne in der Conference League mit dabei haben und ihn dort einsetzen. Aber trotzdem, ich glaube, so die Innenverteidigung vor allen Dingen zum Beispiel, da muss ich ordentlich nochmal durchwechseln, weil die brauchen wir unbedingt. Beim 0:0 haben die wirklich standfest den Mann gehalten. Von daher, das war ganz gut. Ich glaube, sogar Bender nehme ich einfach mal raus, damit Pavlenka mal wieder ein bisschen glücklicher wird. Mir hat auch Novak ganz gut gefallen. Mendes dafür ja ein bisschen weniger in dem Spiel zumindest. Broja werde ich auch eine Pause geben. Dafür einen Gin mal wieder einsetzen. Das ist alles, wie gesagt, sehr risky, was ich immer jedes Mal wieder mache, aber ich bin ja ein Trainer der Rotation. Ihr wisst doch, ihr kennt mich doch schon. Seit Jahren mache ich Karriere nicht. Ich rotiere immer, als gäbe es kein Morgen. Karlsson geht auch raus. Aber ich will jetzt nicht übertreiben. Wir lassen das jetzt einfach so. Und ich gehe in die Schnellsimulation mit rein. Das wird schon ein Sieg für uns werden. Auch wenn es in Stuttgart ist und so weiter. Wir spielen im Schnee. Das können meine Spieler ganz gut. Das sind auch sibirische Kaltblütler. Also von daher kommen Schnellsimulationen rein in die... Schon wieder ein 0:0. Und ich bin der Einzige, der gelbe Karten hier gesammelt hat. Guckt euch mal die Statistik an. 4 Schüsse zu 2. Ballbesitzquote 57:43. Was ist denn jetzt auf einmal hier los? Jetzt, unsere Statistik wird nicht besser in der Tabelle, Alter. 17 Tore und irgendwie 5 Gegentore. Das kann doch nicht sein. Ja, Wahnsinn. Wurden wir jetzt eigentlich überholt? Ich weiß jetzt nicht, wie unsere Tordifferenz aussieht im Vergleich zu Bayern München. Aber das würde ich mir trotzdem eben gerne anschauen, bevor wir jetzt gleich böse überrascht werden. Nein, tatsächlich. Bayern München hat uns überholt. Haben uns deklassifiziert. Punkte gleich, aber 2 Punkte in der Tordifferenz eben besser. Unsere Statistik sieht echt schrecklich aus. Wobei, wir sind auf Platz 2, wir dürfen uns nicht beschweren, das ist mehr als das, was wir uns erhofft haben. Also, was wir eigentlich machen wollten. Erhofft und so, wir können natürlich den Titel gerne holen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und als nächstes kommt ein Angstgegner, Alter. Hibernian, ich meine, okay, wir haben zumindest das Glück gehabt, dass Hibernian eben die Mannschaft auf dem letzten Platz ist und die eigentlich immer zerstört worden ist. Man muss es ja so hart ausdrücken. Oh krass, Siemens hier, Steißbeinfraktur und so weiter, gute Besserung an ihn. Aber das Krasse ist, es ist nicht unser Wettbewerb irgendwie. Die haben natürlich noch nicht gespielt, die spielen jetzt zeitgleich mit uns und da müssen wir echt extremst hoffen. Ihr wisst ganz genau, extremst hoffen, dass es hier nicht dazu kommt, dass Aarhus gegen Lech Posen gewinnt, weil dann sind wir raus aus der Conference League. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir sind raus. Unser Vorstand hat uns das Ziel gegeben, wir sollen die Conference League gewinnen. Pokalsieg. Und wir werden raus. Dann sind wir komplett raus. Dann sagt der Vorstand, tschüss. Packen Sie Ihre Koffer, wir holen uns Thomas Schaf oder so. Hier geht's richtig um die Wurst. Leider nicht die Stadionbratwurst, das wäre schön und muss ich auch sagen, lecker. Aber hier geht's darum, dass wir eben nicht in der Gruppenphase der fucking Conference League rausfliegen. Und ich glaube, also wirklich, damit hat absolut niemand gerechnet. Auch ihr da draußen nicht. Wahrscheinlich, da könnt ihr euch die Hände vor den Kopf zusammenschlagen und sagen, Alter Marcel, was machst du bitte für ein Käse? Weil das ist natürlich, das ist so die Ernte, die ich, oder die Früchte, die ich aus meiner Ernte halt irgendwie ziehe. Ich bin ja selber schuld, dass ich da auch so viel rumsimuliert habe und so weiter, obwohl ich das hätte gar nicht machen dürfen wahrscheinlich. Hat ja überhaupt nicht funktioniert. Ich habe Lech Posen oder so, haben wir da irgendwie 3:0 verloren oder was das da war. Ganz großer Käse, Tobak. Und jetzt hier wird Toni Kroos mal geschickt. Ich wollte ihn ja unbedingt dabei haben. Vielleicht trage ich jetzt hier die Früchte von dieser Ernte und hohoi. Jensen geht auf Tuchfühlung mit dem gegnerischen Keeper. Ich weiß nicht, was sein Plan da war, vielleicht verletzen oder so dass sie keinen Auswechselkeeper dabei haben, vielleicht weiß er mehr als ich. Und vor allen Dingen hier in diesem Spiel geht es um viel, also nicht nur, dass ich darauf achten muss, was die andere Mannschaft, warte mal, es war eine gute Flanke von Toni Kroos, aber Ali ist halt einfach nicht groß genug, geht es hier immer noch auch darum, eine gute Tordifferenz eben zu sammeln. Das wäre schon schön, wenn wir relativ hoch hier gewinnen würden. Oh, macht Karlsson vielleicht den Anfang? Nee, nicht ganz, auch wenn es gefährlich für den gegnerischen Keeper Carroll hier kam. Aber wir brauchen noch eine gute Tordifferenz. Weil für den Fall, ihr wisst es ja noch, dass Lech Posen gegen Aarhus da ein Unentschieden eben spielt, brauchen wir eine bessere Tordifferenz als Aarhus. Wir stehen momentan auf minus 1. Ja, wir sehen jetzt gerade oben nochmal die... Oh, Tabelle, scheiße, ich habe da oben links geschaut wegen der Tabelle. Wie fies, bitte.
Jetzt aber nicht mehr. Jetzt will ich nicht mehr da oben hinschauen. Ja, also, wir sitzen noch bei minus 1 und Aarhus irgendwie auf plus 1 oder so. Heißt also, wenn sie unentschieden spielen, wir brauchen also hier zum Beispiel 3-0, um auf jeden Fall safe auch mit einem Unentschieden weiter zu sein. Aber so wird das erstmal schon mal gar nichts. Erster Angriff hier von unseren Gegnern und deswegen sind sie auf Platz Nummer 1. Hey, Bender, was war das denn? Der hat den Ball ja gar nicht in die Hand genommen oder was? Aber jetzt vielleicht ein Konter. Das ist ein Konter, wenn die so weit hinten halt irgendwie stehen. Ich weiß nicht, warum steht ihr so weit hinten? Für euch geht's um nichts mehr. Steht doch offensiv, um ein gutes Spiel zu haben. Ja, so will ich das nämlich sehen. Auch von uns ein gutes Spiel, Bro, ja. Oh. Wenn du aus diesem Winkel irgendwie ein Tor versuchst zu erzielen und so, dann ist natürlich, also, dann kannst du auch die Lotterie spielen, ey. Wirklich. Geil gemacht, schön. Weiter geht's. Ja, Ali. Auf Broja. Da oben ist zwar keiner, aber Broja macht es einfach selber mit einem gelungenen Dribbling. Und wir führen 1-0. Ganz wichtiges Ding. 36 Minuten hat es nur gebraucht. Und Broja netzt ein, Freunde. Wir brauchen jetzt noch 2 Tore, um auf jeden Fall ganz, ganz sicher zu sein. Außer, wie gesagt, Aarhus gewinnt gegen Lech Posen. Dann sind wir sowieso raus. Aber wir bauen schon mal die ersten Pflastersteine auf. Das Fundament ist gesetzt zumindest. Jetzt heißt es, jetzt müssen wir ein Haus bauen. Broja hat schon wieder Lust, das gibt's gar nicht. Der Spieler ist so geil. Ich oh Gott. Ja, gut. Ja, ich wollte auch wieder aus. Also, ihr wisst wahrscheinlich, warum ich geschossen habe, ne? Wieder bedrängt von Spielern und so. Und ich glaube, ich hätte den Ball einfach verloren, wenn ich nicht geschossen hätte. Aber dass sowas dabei rauskommt, ist ja schlimmer, als wenn er den Ball verloren hätte. Jetzt lacht ja die ganze Welt über ihn. Oh, scheiße. Schönes Dribbling von Karlsson. Zumindest halt einen Einwurf aus guter Position irgendwie noch rausgeholt. Jetzt gibt's nochmal einen Wechsel bei denen. Das ist, es wird auf jeden Fall immer knapper, dass wir hier noch 2 Tore erzielen wollen. Und wenn wir so einen Angriff hier starten, könnte das ganz gut werden. Mendes stellt sich da gut hin, muss mit links versuchen. Carroll wird direkt angeschossen. Verdammt ich doch eins, aber Eckball, komm. Wenn wir mal wieder ein Eckballtor machen, dann ist doch jetzt eigentlich die dafür gefruchtete Zeit. Oder komm, Jensen, bring die Flanke deines Lebens daraus. Das sieht gut aus, als Krejci. Verdammte Scheiße. Bitte macht es rein. Wir brauchen 2. Ich kann nicht in der Conference League rausfliegen. Wir haben noch eine ganze Halbzeit zu spielen, ich weiß, aber ich fange jetzt schon an, zitternde Knie zu bekommen. Geil, bitte. Mendes! Boah, ich konnte gar nicht mehr die Namen irgendwie identifizieren. Vor allen Dingen, ich dachte, ich hätte schon längst den Ball verloren. Weil da waren gefühlt 800 Gegenspieler. So, Ali, wie gut kannst du es? Du machst jetzt ja mit Schnitt rein und nicht mit Schnitt raus, so wie wir es sonst immer machen. Mal gucken, wie gut das kommt. Ja, nee, gar nicht gut. Verdammt, ey. 54 Minuten. Müssen wir nochmal durchwechseln? Ich glaube, gleich haben wir nochmal eine Zeit, wo wir durchwechseln können. Jetzt kommt erstmal, wie gesagt, hier Hibernian wieder unterwegs. Ach, schön gemacht. Toni Kroos, dafür habe ich ihn eingesetzt. Ich sage euch auch im Spiel bisher, ich kann nochmal bei Leistung. Ja, tatsächlich, das spiegelt auch das wieder, was ich im Spiel sehe. Toni Kroos ist wirklich eine Koryphäe da gerade auf dem Platz. So, Teammanagement. kaum spreche ich ihn an und schon sehe ich halt seine Fitness, aber ich lasse ihn trotzdem drin. Dafür spielt er gut genug. Jensen nehme ich aber dafür mal raus. Wir brauchen jetzt so einen Knežević-Faktor. Ich brauche jetzt einen Knežević. Das ist genau das, was ich brauche. Ich kann es schon fühlen. Knežević ist der Mann, der Junge. Den brauchen wir jetzt gerade in so einem Game. Und das Ekelhafte ist, ich weiß ja nicht mal, was im anderen Spiel abgeht. Ich weiß nicht, es könnte sein, dass Aarhus 5-0 gerade Lech Posen da komplett wegrasiert. Und ich mache das hier komplett umsonst. Ich weiß auch nicht. Es fühlt sich überhaupt nicht gut an, sage ich euch, hier gerade dieses Spiel so zu bestreiten. Aber was willst du machen? Kämpfen müssen wir ja trotzdem. Weil es ist die Chance ja da, dass wir es zumindest halt eben schaffen. Jetzt komm, bitte. Unsere Angriffe bisher überwiegen absolut den Angriffen der Gegner. Knežević, verteilen. Schön. Ali. Oh! Was? Der ging ja kilometerweit daneben. Ich dachte, der kommt richtig gut, aber alle stehen da einfach nur wie blöd. Das heißt für mich, dass es einfach kilometerweit daneben geflogen ist. Komm, Broja, du kriegst jetzt auch eine Pause. In Jinma, wir brauchen jetzt einen pfeilschnellen Spieler da vorne, der alle ausdribbelt und ausläuft. Ja, was willst du machen? Dingschi? Nee, Ali spielt ein gutes Spiel, dann eher gegen Karlsson. Ich weiß nicht. Oh, ich bin gerade, ich werde immer nervöser. 72 Minuten, um wirklich sicherer zu sein, zu 80% zumindest sicher zu sein, würde ich hier sehr, sehr gerne noch 2 Tore erzielen. Aber wenn das so weitergeht, kriege ich diese 2 Tore eben nicht. Und das gefällt mir rein gar nicht. Eckball für die Gegner. Gefällt mir nicht. Weil Eckball könnte bedeuten, dass die so ein... Oh, Alter, Toni Kroos rutscht auch noch raus. Das könnte so ein Glücksgriff für die sein. Aber wir haben Anton Stach. Und der steht dort wie eine Wand. Guckt euch Anton an. Guckt euch Stach. Was macht Stach denn jetzt mit dem Gegner? Der macht jetzt ein Solo. Was geht denn jetzt ab? Okay, Anton. Anton. Beruhig dich. Nee, beruhig dich nicht. Mach weiter. Let him cook. Gut gesehen. Ja, ein Jinma. Sag dir, falscher Spieler. Fast den Ball verloren. Wohin denn? Scheiße. Chance vertan oder was? Nee, komm. Wir sind mit Dingschi noch da. Rückraum. Ja, da ist Mendes. Aber wohin denn? Die stehen so dicht. Ich fass es nicht. Nein, und Dingschi hat eine Ballannahme wie eine Boeing. 83. Minute. Ich weiß nicht, ob wir hier noch 2 Tore hinbekommen. Vielleicht noch ein Tor, I guess.
Aber ich glaube, der direkte Duell gegen Aarhus und so sieht ganz, ganz übel aus. Weiß ich nicht, weil wir hier allgemein nicht, wie gesagt, gut gespielt haben. Oh Gott, jetzt kommen die mit dem Angriff. Wenn wir den Unentschieden aber jetzt machen, dann ist alles hier verloren, ne? Wollte ich mal ganz kurz anmerken, Freunde der Nacht. Helgalsson. Oh nein, Amsa. Bitte, mach keinen Scheiß. Jawohl, Werner, schön. Werner, was machst du? Boah. Boah, leck mich. Fett. Komm, ganz unten. Das war richtig stark von uns gemacht. Jetzt, let's go. Wieder ein Angriff forcieren. Dingschi. Bessere Ballannahme diesmal. Jawohl! Gut gesehen. Was für ein geiler Pass. Ein Jinma. Yes! Hol dir die Pille. Wir haben vielleicht sogar noch die Möglichkeit und Zeit. Warum jubelt ihr so krass? Das ist alles Zeitvergeudung. Sind wir jetzt safe weiter oder was will das Spiel mir damit sagen? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen jetzt theoretisch hier pressen, den Ball holen und direkt nach vorne sprinten. Aber ich glaube, das wird nichts. Jetzt geht es noch darum. Scheiße, ich hoffe... Oh nein. Wie war es mit dem Unentschieden? Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es war, wenn die jetzt Unentschieden gespielt haben. Ob das in Ordnung war. Weil ich jetzt gerade ein Blackout habe. Jetzt weiß ich gar nichts mehr. Nee, Unentschieden war ja nicht gut, weil dann brauche ich drei Tore. Scheiße. Aber wir freuen uns. Guck dir das mal an. Wir freuen uns doch. Das sind doch gute Neuigkeiten, oder? Bitte sag mir, es gibt gute Neuigkeiten. Bitte. Das ist gerade irgendwie so ein bisschen so, als würde ich Finale spielen und jetzt gleich das Ergebnis bekommen, ob ich den Pokal gewinne oder nicht. Warte, ich huste mich kurz aus, damit ich gleich schreien kann für den Fall. Wir gehen rein. Interview? Nee, wir machen ohne Interview. Weiter. Wo sind sie? Die haben gewonnen! Aufgrund ihrer Leistung im Wettbewerb haben wir zusätzliche finanzielle Mittel erhalten. 3,8 Millionen. Toll. Schön. Ito freut sich. Der braucht Einsätze. Schön für dich. Es geht gerade nicht mehr um irgendwelche blöden Einsätze. Wir sind raus, ne? Oder? Oder habe ich jetzt irgendwas übersehen? Wir sind raus. Das gibt's gar nicht. Dass Aarhus im allerletzten Spiel gegen Lech Posen gewinnt. Die haben sich da abgesprochen. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Die haben sich da abgesprochen. Alter Scheiße, ey. Da fliegst du raus mit einer Niederlage. Okay, drei Unentschieden, aber trotzdem. Was im Gottes Namen, ey. Was war das bitte für eine Conference League? Und dann sind wir raus. Wir sind einfach raus. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir sind einfach raus. Und egal, selbst wenn ich 5-0 gewonnen hätte, wir wären raus. Weil die einfach gewonnen haben gegen Lech Posen. Aber ja, ich bin der Einzige, den man hier blamen kann dafür. Ich bin absolut schuld dafür. Das ist natürlich die Leistung, keine Frage. Und außerdem auch, weil ich eben simuliert habe, klar. Ganz ehrlich. Spielerverlust droht. Anthony Jung, wissen wir ganz genau Bescheid. Der wird hier auf jeden Fall nicht übernommen. Wow, das ist echt übel. Also das killt schon wieder ein bisschen wieder die Stimmung. Das ist so ein bisschen, ja weiß nicht, bisschen sehr krass. DFB-Pokal sind wir ja glaube ich auch raus, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, habe ich das noch richtig in Erinnerung? Ja, klar, sind wir auch raus, weil wir da irgendwie gespielt haben gegen, schieß mich tot, gegen irgendwie eine ganz schwere Mannschaft war das doch irgendwie. Ja, Leverkusen, klar. Ne, gegen die, war das nicht sogar die Bundesliga, Titelverteidiger oder so? Also, boah. Ey, alter Schwede. Und jetzt gegen Freiburg, Platz Nummer 13. Das ist, also ich meine, in der Bundesliga läuft's ja gut, ne? Wir wollen ja Champions League erreichen. Mal hoffen, dass wir das auch schaffen können. Ich bin sehr gespannt. Jetzt steht er schon wieder auf Weltklasse. Ich verstehe hier schon gar nichts mehr. Ach, ist das komisch alles schon wieder. Das hier wäre eigentlich so eine Partie, die ich auch wieder simuliert hätte. Aber dadurch, dass wir jetzt einfach keine Wettbewerbe mehr haben sozusagen, außer die Bundesliga. ja, bevor diese Saison nur zwei Parts lang ist oder so, werde ich jetzt ein paar mehr Spiele in der Bundesliga eben spielen müssen. Und vielleicht kann ich ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, Erfolgserlebnis haben, wenn ich jetzt hier spiele. Boah, ich habe jetzt die ganze Zeit nach diesem Spiel, wo ich auch ein bisschen rumgeschrien habe und so weiter, die ganze Zeit so ein Kloß, wo ich die ganze Zeit rumhusten möchte und so weiter. Ich hoffe, ich verschlimmere nicht meine Krankheitssituation. Da kommt die Flanke, sehr gefährlich. Sike Keitel, ich habe zuerst Kittel gelesen. Sonny Kittel, Keitel, mit dem Schuss. Bissek stellt sich rein, sehr gut. 9 Minuten, hier ist nichts angebrannt. Novak ist im Spiel drin für Mendes. Ich wollte einfach auch mal wieder die Jungen spielen lassen. Der ist ja auch ein super Talent, also ganz ehrlich, der braucht auch diese Spielzeit. Und gegen Freiburg, finde ich, die auf Platz Nummer 12 sind, ist das eigentlich die beste Möglichkeit, um da auch so ein bisschen Spielpraxis bei ihm rauszukitzeln. Das sehen wir auch jetzt hier mal. Gucken, was er machen kann. Bisher noch nicht so ganz viel. Wir haben aber ganz große Probleme, wenn die Gegner hinten einfach so dicht stehen, wie zum Beispiel jetzt wieder, ne? Weil da können wir irgendwie nicht durchbrechen. Wir warten auf diesen Moment, wo es diesen, ja, diesen Durchbrechmoment gibt. Jensen per Kopf, das gibt's ja gar nicht, oh mein Gott. Hansen im Tor, kennt ihr den noch? Das ist unser Spieler, unser Jugendspieler, der bei Freiburg spielt. Krass oder auch schön, muss ich sagen, ihn dort spielen zu sehen. Das heißt also, er hat seinen Erfolg bisher. Komm schon, bisher. Nee, muss ich gegen 5 Spieler da durchsetzen. Natürlich wird das nichts. Jetzt sind wir Werner mit Karlsson. In der Mitte ist halt kaum einer wieder. Aber jetzt hier, Bro, ja bitte. Mann, du hast eine perfekte Kopfballsituation, Chance und was auch immer. Alles Mögliche gehabt und macht wieder nichts draus. Da sehen wir ihn, Hansen.
Alter Bremer, der Junge. Aber Angriffe, muss man sagen, haben wir wie Sand am Meer, ne? Also da muss man wirklich sagen, das machen wir richtig gut. Wir sind nur vorwärts. Wir kennen nur eins und das ist vorwärts. Angriff, Angriff, Angriff. Und Alter, Flügelwechsel wollte ich jetzt eigentlich hier nicht vollziehen, aber okay. Wenn Dingschi das für die richtige Möglichkeit findet, hier, Stach, komm einfach. Mach es, Rio, oh mein Gott, wie krass. Alter, wie viel Power war denn bitte in diesem Schuss drin? Und da gibt's keine Wiederholung für. Ich verstehe es überhaupt nicht, ey. Das hätte ich mir gerne nochmal angeschaut. So, jetzt bitte. So viele Eckbälle, wie wir bekommen haben. Wir kriegen jetzt so viele, bis es halt klingelt im Tor. Mein Gott, jetzt Werner. Auch nichts. Stach wieder. Wieder ein Powershot. Nee, diesmal nicht. Komm, wir machen das mal, genau, klug und ruhig hier mit Karlsson. Flanke kommt rein. Da ist jetzt Jensen. Yes! Oh, wo war meine Stimme? Was war das denn für ein Schrei? Junge, ich habe mich angehört, als würde mir jemand in die Eier zwicken. Egal, wir führen 1-0 durch einen richtig geilen Treffer von Jensen. Vorlagengeber müsste sogar Karlsson hier gewesen sein. Mal wieder unser Top-Vorlagengeber irgendwie gefühlt. Mit einer geilen Flanke, Alter. Dass er da wirklich komplett frei steht, hätte ich nicht gedacht. Und hier mit so einem Volley einfach mit Präzision und Wucht gleichzeitig so reingeklingelt. Zwei Tore schon für ihn. Und Jensen ist wieder da. Und da ist Jensen auch wieder raus. Rote Karte für Jensen. Mal gucken. Also vielleicht auch nur eine gelbe. Ich bin gespannt. Und was? Oh nee. Das ist eine gelbe. Gott sei Dank. Bei so einer Grätsche wirklich, da kannst du auch mit Rot sprechen. Absolut ekelhaft. Voll hinten reingegrätscht. Schuster, dass der nicht verletzt ist, ist Glück für ihn. Aber hier, guck. Ich glaube, der ist ein bisschen übermotiviert, dass er gerade so ein schönes Tor erzielt hat. Ich kann es verstehen. Worüber ich auch gerade nachgedacht habe, ist so, ich glaube, das tut allgemein auch der Mannschaft überhaupt nicht gut, dass wir sowohl im DFB-Pokal draußen sind, als auch in der Conference League. Also nicht nur moraltechnisch, weil natürlich werden unsere Spieler allgemein nicht wirklich schön schlafen nachts, ne, wenn sie halt eben wissen, okay, durch ihre Leistung, für sie sind es ja die eigenen Leistungen, die wissen ja nicht, dass eine höhere Hand hier mitspielt, ja, dass die halt eben durch ihre Leistung in solchen vermeintlich einfachen Dingern im Vergleich zur Bundesliga vielleicht, einfach so schnell halt rausgeflogen sind. Aber vor allen Dingen international. Es tut überhaupt nicht gut, dass wir hier wirklich die absolut besten Spieler haben. Wir haben einen Anton Stach mit einer 87 Stärke, einen besseren, ja, Sechser kannst du irgendwie gar nicht auf den Markt bekommen, gefühlt. Dann haben wir einen Mendes, der ist 19 Jahre jung, der hat jetzt schon eine 85 Stärke, wird in Zukunft noch absolut explodieren können. Der auch nicht mehr in der europäischen Moment drin ist. Und wir stehen kurz vor der Wintertransferperiode. Also ich glaube, wer jetzt 1 und 1 zusammenrechnen kann, der kommt nicht nur auf 2, sondern der sollte jetzt herausgefunden haben, ja, worauf ich das Licht hier scheinen möchte. Ich glaube, das könnte ganz schön ekelhaft werden in der Wintertransferperiode. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da viele unserer Spieler dann einfach, ja, wechseln wollen oder dass auch die anderen Mannschaften das als Chance sehen, Angebote rauszusetzen. Weil unsere Spieler wahrscheinlich wechselfreudig sein werden. Ich hoffe ja überhaupt, dass der Vorstand noch zufrieden ist mit unserer Leistung. Von daher müssen wir in der Bundesliga jetzt wirklich alles Mögliche abreißen. Weil ich kann mir vorstellen, der Vorstand, der wird so bösartig uns gegenüber gestimmt sein jetzt mittlerweile, dass der auf die Idee kommt, vielleicht uns sogar zu feuern oder so. Wäre ja richtig schade, zum Ende der Karriere eigentlich einfach gefeuert zu werden. Aber was willst du denn machen, wenn du so eine Leistung hier an den Tag legst? Oder es halt, oder die Ergebnisse zumindest einfach fehlen, ausbleiben. Dann kann der Vorstand auch nicht wirklich was anderes machen. Weil der Vorstand hat ganz klare, ja, richtungsweisenden Ziele halt uns vorgelegt. Die haben wir absolut nicht erreicht. Also ich kann schon verstehen. Also wir sprechen hier von der Werder Bremen Mannschaft. Nabi Keita! Ich glaub's gar nicht. wir reden hier von der Werder Bremen Mannschaft im Jahr 2027, die richtig hohe Ambitionen halt hatte, ne? Und, Alter, was machst du denn? Wir sind dem überhaupt nicht gerecht geworden. Keitel. Bitte nicht. Nein, bitte nicht. Asane, bitte nicht. Nein. Adamu, Bender, bitte. Nein. Ich sag euch, der Wurm ist komplett drin. Es kann doch nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein, du Idiot. Mann, ey. Wie kannst du das nicht machen, du Flachpfeife? Das ist der Abpfiff gewesen. Letzte Chance für... Mann, ey! Unentschieden. Ja, das ist überhaupt nicht gut hier in der Episode. Das ist überhaupt nicht gut. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich einfach noch zu krank bin oder so. Ich weiß es doch auch nicht. Ich musste mich irgendwie einspielen oder sowas in FIFA wieder. Und das hätte ich nicht machen dürfen mit der Karriere oder so. I don't know. Aber da ist ja auch wieder Hardcore der Wurm drin. Obwohl wir wirklich um Längen viel, 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 viel mehr Chancen hatten als Freiburg, hat es damit einfach nicht gereicht. Zumindest ist Boja halt eben froh, ne? Also... Zumindest die Spieler können sich nicht beklagen, obwohl wir halt eben alle möglichen Spieler hier gerade verlieren. Hoffenheims Platz Nummer 16.
Ja, ich kann es verstehen, Bissek. Bissek kommt zu uns und sagt nämlich, hier, die Jungs machen sich Sorgen und so. Ich kann es absolut nachvollziehen, klar. Weil ich mach's auch. Bissek, ich mach mir auch Sorgen, dass das so weitergeht. So, Hoffenheim. Warte mal. Die sind doch auf Platz 16, ne? Nochmal eben kurz überprüfen. Platz Nummer 16, spielen um Relegation. 15 Spieltage gespielt. Die können sich da absolut rausboxen noch. Wir sind aber momentan auf Platz Nummer 2 immer noch. Union Berlin, unser Nachbar, Platz Nummer 3. Mit einem Sieg können wir Bayern München überholen. Heißt natürlich aber auch, dass sie gegen Hertha BSC eben keine Punkte holen. Aber darum geht es für mich gar nicht. Sondern es geht für mich darum, zumindest Platz 2 hier zu festigen. Und das beenden wir jetzt hier nochmal mit einem Knall, würde ich sagen. Also komm, wir wechseln ganz bisschen nur noch durch. Nicht übertreiben. Wir brauchen ja gar nicht mehr so viel auf die Fitness der Spieler achten, weil es gibt keinen anderen Wettbewerb halt eben mehr. Die lasse ich sogar auf der Bank. Die sind ja gut. Jensen und Broja, die kann man in der Not, in der Zweifel auch nochmal einsetzen. Wir gehen rein in die Schnellsimulation. Das werden jetzt unsere drei Punkte sein. Ich darf nur noch die Spiele simulieren, sage ich euch. Sag ich ja. Ich darf die Spiele nur noch simulieren. Ali, Gelb-Rote. Der ist auf 180 gewesen. Mendes sogar auch wieder mal mit dem Tor endlich. Und Carlsson darf sich auch nochmal belohnen. Ja, das ist es halt. Ich darf nur noch simulieren. Ich darf nicht mehr selber spielen. Das war sogar knapp Bayern München gegen Hertha, sehe ich gerade. Ich weiß gar nicht, hat Union Berlin... Ah, nee, die haben ja schon gespielt. Als nächstes geht's gegen Union Berlin. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Warum gibt es Unruhe bei Bremen? Oha. Jetzt berichtet auch schon die Bild wahrscheinlich davon. Gerüchten zufolge gibt es bei SV Werder Bremen Unruhe in der Mannschaft. Das kann man auch so ein bisschen irgendwie vergleichen mit dem Real Life. Ne? Also wir haben hier gerade echt eine gute Simulation. Das mit Naby Keita im Real Life und so, jetzt auch hier irgendwo im Spiel. Aber es ist jetzt kein einzelner Spieler, sondern es ist irgendwie die gesamte Mannschaft. Oh, Abwehrkandidaten haben wir zumindest für Team of the Year Award. Wer ist denn da gerade noch unterwegs? Baldi, Araujo, Bastoni und De Ligt. Oh, interessant. Gute Spieler auf jeden Fall. Posteingang, was fliegt da noch? Was zettet hier rum? Genau, Spieler gesperrt und so weiter. Das ist mir eigentlich alles relativ egal. Denn... in der nächsten Episode, wenn wir in den Kalender reinschauen, sehen wir schon, geht es ran, Transferperiode. Wir haben jetzt eine ganz, ganz lange Pause. Wir müssen uns überlegen, was machen wir in der Transferperiode? Gibt es da irgendwas, was wir nochmal groß hier ändern müssen bei uns in der Mannschaft? Ich bin eigentlich der festen Überzeugung, nein, brauchen wir nicht. Unsere Mannschaft, so wie sie hier, guckt euch die Mannschaft an. Das ist eine Traummannschaft. Hier brauchst du eigentlich nicht was machen. Auch die Bank sieht super aus von der Stärke her und so. Auch die Reservespieler sehen super aus von dem Ding her. Ich habe nur halt ein bisschen Angst, dass, wie gesagt, zum Beispiel ein Mendes verkauft wird. Oder dass zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Bissek geht oder wer auch immer. Auch ein Stach kann natürlich gehen mit seiner 87 Stärke, weil er eben nicht mehr diese europäischen Ambitionen mehr bei uns haben kann. Ja, das wird ganz ekelhaft, glaube ich. Naja, wie dem auch sei, machen wir in der nächsten Episode. Ich glaube, ich kuriere mich nochmal ein bisschen mehr aus, weil ich huste schon wieder rum wie so ein Büffel. Und dann sehen wir uns wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss, macht's gut.